Moin, schönen guten Tag an diesem 31. Dezember des Jahres 2020, letzter Tag des Jahres Silvester. Leider ist mir erst vorgestern Abend, als ich ins Bett gegangen bin, eingefallen, dass ich völlig vergessen habe, dieses doch ja recht besondere Jahr in Form eines Textes zu würdigen. Mein Zeitmanagement ist nicht immer das Beste. Und jetzt habe ich gestern versucht, das noch eben schnell gebacken zu bekommen, und da ich jetzt hier vor meinem Handy stehe, liegt die Vermutung nahe, dass mir das gelungen ist, zumindest so weit, dass ich jetzt, ich dachte, ich lasse euch da jetzt mal dran teilhaben. Allerdings, ich muss ablesen. Wie gesagt, wurde erst gestern Abend fertig. Ja, als große Verehrerin des Poetry Slams, kam es, wie es kommen musste. mein persönlicher Jahresrückblick 2020. Wollen wir mal. Und wieder geht ein Jahr zu Ende, das, wie ich finde, bedeutendste seit der Wende. Und so kam auch ich nicht umhin, mein ganz persönliches Fazit zu ziehen. Als das Jahr 2020 begann, da hatten wir alle noch keinen Plan, dass in China, genauer in Wuhan, eine Fledermaus scheinbar nicht so ganz bio war. Und was daraus werden würde, das war sowieso keinem klar. Ist ja auch alles so weit weg und hat mit uns doch nichts zu tun. Wie sehr wir uns da geirrt haben, das sehen wir ja nun. Mit einem Mal ging alles ganz schnell. Das Virus reiste um die Welt, wurde fast über Nacht zur Pandemie, und wie man dagegen anging, erlebten wir alle noch nie. Auf den Bühnen wurde es still. Fast alle Läden waren zu, und wir produzierten deutlich mehr Müll, denn auch Restaurantbesuche waren tabu. Und wer in diesem Land hätte jemals gedacht, dass man Bordelle und Kirchen mal aus ein und demselben Grund dicht macht? So richtig verrückt wurde es spätestens dann, als das Volk weltweit begann, sich um Klopapier, Hefe und Nudeln zu kloppen. Die Bilder, die wir da sahen, die sind echt schwer zu toppen. Weitere Sanktionen: Kontakte minimieren, zu Hause bleiben oder nur zu zweit draußen rumspazieren, keine Partys feiern, nicht unnötig reisen. Angela Merkel erinnerte uns ans Händewaschen nach dem Speisen. Deshalb war auch nicht nur das Desinfektionsmittel leer, auch Handwaschseife gab es kaum mehr. Und da habe ich dann drüber nachgedacht, heilige Scheiße, was haben die Leute mit ihren Händen vorher gemacht? Wie auch immer, es schien leicht, ein Held zu sein. Hock dich vor den Laptop, schütt Kaffee in dich rein, halt einfach eine Weile die Füße still für unser aller oberstes Ziel. Endlich wieder Normalität zu leben, Freunde treffen, Konzerte besuchen, uns gegenseitig in die Arme nehmen, ist doch alles nur temporär. Da dürfte es doch gar keine Probleme geben. Gab es aber doch. Und die waren wohl recht groß, denn mit einem Mal war die Hölle los. Da hockt der Großteil der Leute Tag ein, Tag aus vor Netflix und Pornhub daheim auf der Couch. Doch kaum ruft der Staat zum Drinbleiben auf, schreien alle nach Grundrechten und wollen plötzlich raus. Angeblich demokratieschützend ziehen Querdenker durch die Straßen, schämen sich nicht mal dabei, Nazis an den Händen zu fassen. Und das nur, weil sie keinen Bock haben, sich vorschreiben zu lassen, ihre Visage so ein popliges Stück Stoff zu verpassen. Da fehlt dem Oberstübchen doch mehr als nur die Tassen. Aber warum sich jetzt auch noch für andere Menschen interessieren, wenn wir nach und nach jetzt doch sowieso alle krepieren, und außerdem gestorben wird immer, ist doch egal woran. Also ich will nicht verrecken, weil ich nicht mehr atmen kann. Aber was weiß ich denn schon, für manche scheint es ja eine echte Option, und gerade die Alten, die müssen es ja wissen, haben schließlich schon viel Schlimmeres überstehen müssen. Die Weltwirtschaftskrise zum Beispiel, sauren Regen und sowohl 16 lange Jahre Kohl. Ha, wer das von sich behaupten kann, an den geht so ein Virus ja gar nicht erst dran. Zur
Ehrenrettung der Deutschen, sei aber auch gesagt, dass der Großteil der Leute natürlich das Richtige tat. Kollegen traf man zu Videokonferenzen in Hemd und Jogginghose. Die engste Beziehung vieler Menschen war die zum Pizzaboten. Man bespaßte den Nachwuchs, erstellte Lehrpläne fürs Kind. Nachteil ist halt, dass die jetzt alle wissen, wie doof die eigenen Eltern doch sind. Man applaudierte für Ärzte und Pflegepersonal, versprach ihnen Prämien, was aber regional sehr unterschiedlich gehandhabt wurde. Aber immerhin gab es diese grundabsurden Megahilfen für die Autoindustrie und für die Lufthansa auch. Pflegern in Rheinland-Pfalz dagegen überreichte man derweil einen duftenden Lavendelstrauch. Aber hey, der Job ist Berufung, da tut's das doch wohl auch. Ja, die asoziale Schere tat sich weiter auf, denn je, man sah Dinge, von denen man dachte, man würde sie niemals sehen. Wer was auf sich hielt, zitierte Lauterbach und Drosten, außer natürlich, man gehörte zu den Vollpfosten, deren geistige Führer Wendler und Advokadolf heißen, die sich selbst als erwachte Erlöser preisen, während sie sich redlich bemühten, uns zu beweisen, dass sie auf Leben und Gesundheit anderer scheißen. Jetzt gibt's eine Impfung. Das ging so schnell wie noch nie. Verschwörer vermuten dahinter Bill Gates und die Pharmaindustrie. Mutmaßen, man würde uns einen Mikrochip implantieren, um damit die gesamte Menschheit zu kontrollieren, sagt man sowas öffentlich, dann hat man scheinbar so rein gar nichts mehr zu verlieren. Ah ja, Corona hat 2020 schon sehr dominiert. Fast könnte man meinen, es sei sonst gar nichts passiert. In vielen Köpfen ist das wohl auch so, dass Wichtigste ist halt immer der eigene Status quo. An Moria denkt kaum einer mehr. Auch nicht an Ertrinkende auf dem Mittelmeer. Hanau war im Februar schon so lang her. Trier erst diesen Monat. Okay, daran erinnert man sich vielleicht noch eher. Und diese Greta, wer war das nochmal? Ach, irgendwas mit Schule schwänzen, aber ist ja auch egal, über die US-Wahl zu sprechen, das lasse ich besser bleiben. Hauptsache ist ja, der nächste Präsident heißt Joe Biden. Ich, ja, komm jetzt so langsam dann doch mal zum Schluss, weil einfach alles irgendwann ein Ende haben muss. Auch dieses wirklich besondere Jahr, an dem aber nicht alles nur schrecklich war. Vielleicht tut's ja gerade dir sogar gut, dass du gezwungen bist, einen Gang runterzuschalten. Sozusagen back to the roots, die Natur genießen und innehalten. Es kommen auch wieder bessere Zeiten, wenn wir uns alle ein bisschen zusammenreißen. Bis es soweit ist, bitte unterstützt unsere Kultur, denn die geht gerade echt vor die Hunde. Kauft Gutscheine, Platten und Spotify nicht nur, dann geht die Kultur den Bach runter. Ich glaube, dann schlägt tatsächlich unsere letzte Stunde. Das war's von mir. Ich verabschiede mich. Fürs kommende Jahr wünsche ich mir für dich Gesundheit, Liebe und auch Glück. Nicht ganz selbstlos, denn was man anderen wünscht, bekommt man ja auch meist zurück. Ja, das war's. Wer bis hierhin durchgehalten hat, danke fürs Zuhören, guten Rutsch und ja, werdet oder bleibt gesund und habt einen guten Start ins neue Jahr 2021. Tschüss. Moment! Ich habe ganz kurz, ich dachte nach so viel Geplauder, so ein bisschen was Andächtiges zum Jahresende kann ja nicht schaden. Ist auch gleich überstanden, ganz kurz. Wer mit Musik nichts anfangen kann, kann ja schon mal abschalten. Wiedersehen. Ansonsten bitte alle. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness, yeah. For old lang syne, for old lang syne, my dear. For old lang syne, we'll take a cup of kindness yet. For old lang syne.
Jetzt haben wir es geschafft. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.